hier 25 Tippfehler gefunden. Sind Sie sicher? Ach, kommen Sie. Ich will diese neue Methode in 16 Städten einführen. Ja, sicher, das wollen Sie doch, oder nicht? Gina, kein Äh. Oh. Oh. Tut mir leid, ich muss gerade an etwas anderes gedacht haben, aber hin und wieder ein kleiner Tippfehler ist doch ganz normal für mich. Hören Sie, Gina. So? Korrigieren Sie das, okay? Ja, okay. Danke. Wissen Sie, was mich wundert? Sie sind doch sonst immer so gelassen. Ach. Wieso sind Sie denn heute so nervös? Ich denke, ich weiß, was der Grund dafür ist. Ich auch, Gina. Ich denke, der Grund dafür ist der Streit mit Warren. Und natürlich die Tatsache, dass Augusta aus der Stadt verschwunden ist und Laken sich entschlossen hat, in New York zu wohnen. Und Sie sind hier ganz alleine. Wenn ich das richtig sehe, Lionel, dann ist das für Sie das erste Mal. Gina, falls mich das aufmuntern soll, es funktioniert nicht. Nein, was ich damit sagen wollte, ist, dass Ihnen gerade jetzt jemand fehlt. Jemand, der Ihren wunderbaren Charakter würdigen kann. Danke für den guten Rat. Irgendwie habe ich fast den Eindruck, Sie unterschätzen mich. Aber ich könnte jemandem helfen, dessen Leben in die Brüche geht, das weiß ich. Immerhin hat mich das Leben einiges gelehrt. Gina, machen Sie jetzt weiter. Ja, natürlich. Ich bin schon unterwegs. Gina ist diejenige, die hier Hilfe braucht. Mir macht die Arbeit Spaß. Großen Spaß. Vielleicht, weil ich jetzt mehr Verantwortung trage. Teddy und ich arbeiten sehr gut zusammen. Das freut mich und dein Vater ist bestimmt glücklich darüber, dass Ted hier ist und für die Firma arbeitet. Ja, aber sicher ist er das. Er ist überglücklich. Das einzige Problem, das ich in der Firma habe, ist Art Paxton. Art Paxton? Ich dachte, das wäre einer von den besten Leuten, die für eure Firma arbeiten. Richtig. Aber er nimmt leider äußerst ungerne Anweisungen entgegen. Von einer Frau. Aha, da liegt das Problem. Mhm. Vergiss es, wir sind jetzt abgeschweift. Abgeschweift? Wovon redest du? Ich wollte eigentlich wissen, ob du noch mal über Edens Brief nachgedacht hast. Okay, lieb. Es ist fürchterlich, das ist das einzige Wort dafür. Aber ich würde sagen, dieser Brief hatte auch in gewisser Hinsicht positive Aspekte. Mhm. Den, dass sie dir vergeben hat. Ja. Ja. Also gibt es keinen Grund für dich und Daddy, euch nicht wieder zu versöhnen. Das ging zu weit. Der einzige Grund, dich von ihm scheiden zu lassen, war doch Eden. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Möglicherweise hast du recht. Ich war heute früh schon hier, Kelly. Ich hatte vor, deinen Vater zu sprechen. Was hat er gesagt? Nichts. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Nur Santana. Die zwei haben eine richtige Beziehung. Doch nur, weil du ihn abweist. Oh, sie ist eine wunderschöne, aufregende Frau. Das musst du zugeben. Das bist du auch. Und er liebt dich. Ich habe ihn verlassen. Und das hat deinen Vater furchtbar getroffen. Denkst du wirklich, ich habe das Recht, einfach zu sagen, komm zurück zu mir, lass es uns noch mal versuchen. Vielleicht solltest du genau das tun. Ich finde, er sollte über deine Gefühle Bescheid wissen. Ich weiß nicht. Du würdest dieses Gespräch mit mir doch gar nicht führen, wenn du es nicht auch wolltest. Ich denke, du hast Angst. Hast du Angst? Und ob? Dann musst du sie überwinden. Oder willst du das Feld etwa kampflos Santana überlassen? Hallo. Hallo. Was wird das? Ich packe Ihnen Sachen zusammen. Verstehe. Hast du die Scheidung schon unterschrieben? Ja, sicher.
Cruz? Mhm. Ich habe auch einen Brief von Eden. Ich weiß nicht, Kelly, ob dein Vater und ich noch eine Chance haben. Ich denke, du hast Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass du ihn aus den falschen Gründen verlassen hast. Du dachtest, du würdest dadurch Edens Rückkehr ermöglichen. Jetzt weißt du, dass das ein Irrtum war. Dir ist inzwischen klar geworden, dass dieses Opfer völlig sinnlos war. Nein, das denke ich nicht. Und zwar, weil Eden sehr genau wusste, was hier vor sich ging, Kelly. Das ist die Frage. Kann sein. Wusstest du, dass Cruz die Scheidung unterschrieben hat? Oh nein. Stimmt das wirklich? Ja. Das ist so traurig. Es macht alles auf einmal so endgültig. Doch, genau das war es, was Eden wollte. Sie hat sich schuldig gefühlt an all den Schmerzen, die sie ihrer Familie zugefügt hat. Sie empfindet die Scheidung möglicherweise als Buße oder sowas ähnliches. Kann sein, möglich wär's. Auf jeden Fall war es furchtbar für Cruz. Wie sagt er es den Kindern? Sie sind noch so klein. Ich weiß. Tja, ich habe vor, mich um sie zu kümmern. Cruz ist so ziemlich am Ende seiner Kräfte und ich möchte nicht, dass die Kinder das Gefühl haben, dass sich keiner um sie kümmert. Dann werde ich versuchen, mich auch um sie zu kümmern. Oh, danke. Die Kinder hängen sehr an dir. Wieso habe ich das Gefühl, dass du es gern siehst, wenn ich mich auch daran beteilige? Du kennst mich sehr gut, Mom. Ich liebe die Kinder und ich will so oft wie möglich für sie da sein. Ich weiß nur nicht, ob ich die Zeit dazu finde. Sophia? Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Ich besuche gerade Kelly. Ja, aber eigentlich wollte sie dich besuchen. Also lasse ich euch jetzt allein. Auf Wiedersehen. 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 Was soll denn das bedeuten? Das hat sie doch gesagt. Sie wollte uns allein lassen. Du hast vorhin gesagt, du hast etwas Geschäftliches zu besprechen. Was gibt's? Oh, ich muss Sie leider enttäuschen, wenn die für Mings Lorridge sind. Die ist weggezogen. Nein, die sind für Mrs. Gina Timmons. Wirklich? Für mich? Yeah. Danke. Oh, das sind ja wunderschöne Blumen. Wer hat mir die geschickt? Die sind für mich. Wirklich? Von wem sind die denn nur? Keine Ahnung. Vielleicht ein geheimer Bewunderer? Hm? Wo immer sie ist, da weht ein süßer Rosenduft. Wo immer sie geht, da erfüllt Gesang die Luft. Wer immer sie sieht, wird von Sehnsucht verzehrt. Und wer immer sie kennt, nur noch Gina verehrt. Ist das nicht wunderschön? Offenbar von einem wahren Dichter. Also kaum von CC. Wer hat denn signiert? Ein Bewunderer ihres animalischen Charmes. Tja, so geht es allen Männern in meiner Nähe. Also bloß keine falsche Bescheidenheit, Gina. Wer immer ihr ist ein wahrer Poet. Ja. Ich stelle erst mal die Blumen ins Wasser. Ja, ja, tun Sie das. Hey, das ging ja wirklich sehr schnell. Was schulde ich Ihnen? Das sind genau $35 für die Blumen. 35, okay. Hier sind 40. Der Rest ist für Sie. Danke, herzlichen Dank, Sir. Und hast du diesen Brief von Eden am selben Tag erhalten wie wir? Ja, nachdem du weg warst. Aha. Ich habe ihn nicht mitgebracht, weil er sehr persönlich war, aber wenn du ihn lesen willst... Nein, das will ich nicht. Verstehe. Vielleicht hätte ich ihn gar nicht erwähnen sollen. Entschuldige. Ich will nicht, dass du mich jetzt für unhöflich hältst, aber das ist eine Angelegenheit zwischen euch und mich geht dieser Brief nichts an. Cruz, kann ich vielleicht irgendetwas für dich tun?
Ich hab dich zurückgewiesen, aber vielleicht kann ich... Entschuldige mich. Hallo, Cruz. Hallo, David. Wie geht's? Oh, kommen Sie rein. Hallo, Suzanne. Hallo. Was für eine Überraschung. Hören Sie, ich habe die erforderlichen Papiere für Sie alle vorbereitet. Eine Scheidung in Santo Domingo wird hier in Kalifornien problemlos anerkannt. Das heißt, die Scheidung ist rechtskräftig? Ja. Vielleicht kann ich noch einmal irgendwann etwas für Sie tun. Manchmal vergisst man in der Aufregung, die Namen in Testamenten zu ändern oder Ähnliches. Ich meine, es hat keine Eile, aber Sie sollten es sich überlegen. Sie haben das gerade selbst durchgestanden, nicht wahr? Nun, ich weiß, ich kann meine Situation nicht mit Ihrer vergleichen, aber vielleicht sollten Sie versuchen, das alles auch als Neuanfang zu begreifen. Ja, danke für den Ratschlag. Also, Cruz, viel Glück. Ne? Ja, danke, Wiedersehen. Sehen wir beide uns vielleicht nachher noch? Ja, sicher. Schön, dann treffen wir uns noch in der Oase. Okay. Bis dann. Ich hab angefangen, David zu zeichnen. Ich versuche, Porträts zu malen. Cruz, ich hab dich eigentlich vorhin noch etwas fragen wollen. Und was war das? Für dich schließt sich jetzt ja bestimmt ein Kapitel deines Lebens. Ich wollte dich fragen, ob das auch auf unsere Beziehung zutrifft, Cruz. Aber ich dachte, unsere Entscheidung wäre bereits gefallen. Aber das war überwiegend meine Entscheidung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir noch nicht sagen. Keine Frage. Ich weiß, dass Gina hin und wieder diesen Eindruck macht. Das ist gar nicht zu leugnen, aber... Nein, nein, nein. Ich versichere Ihnen, dass sie ganz anders ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gina im Grunde eine sensible und warmherzige Frau ist. Sie hat die Seele eines Engels. Jeder Mann sehnt sich nach so einer Frau. So ist es. Ja. Wiedersehen. Oh. Hallo. War das gerade der Buchhalter? Nein, nein, nein. Haben Sie den Brief korrigiert? Ja, wer war es denn? Verraten Sie es? Das war jemand, den Sie nicht kennen. Ja, sehr schön. Lionel, war das falsch, als ich sagte, dass Sie sehr allein sind? Gina, ich bin nicht allein. Ich verbringe 24 Stunden täglich mit Ihnen. Ja, aber ich bin nur Ihre Sekretärin. Oh nein, Sie sind mehr als nur eine Sekretärin für mich. Ja, sicher. Wir sind Freunde. Aber ich finde, das alles ist doch kein Ersatz für eine Familie. Ich denke, dieses schreckliche Zerwürfnis mit Warren, das nagt viel mehr an Ihnen, als Sie zugeben. Ja, Sie haben recht. Das alles war ein schwerer Schlag für mich, Gina. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Einen Kontakt mit Warren gibt es nicht mehr. Er hat ihn von sich aus abgebrochen und... Ich kann ihn verstehen. Er fühlt sich von mir betrogen. Lionel, Sie dürfen ihn nicht aufgeben. Er wird sich bestimmt wieder melden. Er weiß doch, dass Sie ihn lieben, auch wenn er nicht Ihr leiblicher Sohn ist. Gehen Sie zu ihm, Lionel. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Dann müssen wir ihn suchen. Ich rufe die Zeitung an. Nein, Gina, bitte tun Sie das nicht. Niemand weiß, wo er ist. Er ist verschwunden. Oh. Ja, ja, ja. Nach allem, was vorgefallen ist... Da will er wahrscheinlich erst mal allein sein, ganz allein. Er meldet sich bestimmt in ein paar Tagen, das weiß ich. Er wird versuchen, rauszufinden, wer sein leiblicher Vater ist. Wissen Sie denn, wer es ist? Nein. Nein, Augusta hat es mir nie gesagt. Und ich habe sie nie danach gefragt.
Aber ich kenne Warren, er ist hartnäckig. Warren wird die ganze Welt auf den Kopf stellen, um seinen richtigen Vater zu finden. Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, sind im Grunde genommen Sie der richtige Vater. Finden Sie? Nehmen Sie mich und Brandon. Brandon weiß, dass Santana seine Mutter ist. Aber ich habe ihn großgezogen. Wir teilen so viele Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann, auch wenn wir keine Blutsverwandten sind. Ich habe alte Familienfotos von Ihnen und Warren gesehen. Und von Mings weiß ich, wie nahe Sie sich gestanden haben. Das alles lässt sich nicht auslöschen. Ich habe bemerkt, wie er Sie ansah, bevor er die Wahrheit erfuhr. Auch wie er mich danach ansah? Lionel, er ist verbittert und verletzt. Er wird es verarbeiten. Er ist zu klug, um nicht zu wissen, wie viel Sie und Augusta für ihn bedeuten und wie wichtig Sie für ihn sind und wie viel er Ihnen verdankt. Das alles wird ihm klar werden und er wird zu Ihnen zurückkommen. Hm. Hey. Danke sehr. Danke, Gina. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich stelle mir vor, wie Eden irgendwo ihr Leben führt und was immer sie uns hat wissen lassen. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich weiß. Auch wenn sie uns die Hoffnung gegeben hätte, dass sie irgendwann zurückkommt. Genau diese Hoffnung hat sie uns nie gelassen. Ist es das, worüber du mit mir reden wolltest? Ja, zum Teil wenigstens. Ich wollte dir auch sagen, was Eden noch geschrieben hat. Sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie mir all das, was damals passiert ist, verziehen hat und dass es kein Problem mehr für sie sei. Und dass sie einen Schlussstrich ziehen möchte. Ja. Und dann hat sie noch gesagt, sie hofft, dass dass sie keinen Bruch zwischen uns bewirkt hat. Offenbar weiß sie nichts von der Scheidung, oder? Doch, ich denke schon, dass Eden es inzwischen weiß. Ich fürchte, dass sie etwas anderes damit meint. Dass wir wieder zusammenleben sollen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Möglich wäre es schon. Nur weiß sie nicht, dass du... Naja, dass du jemanden anderen hast und dass du glücklich bist. Ja, ich... Das stimmt, ich bin glücklich, ja. Santana ist eine wunderbare Frau. Oh. Sie bedeutet mir sehr viel. Sicher, und das kann ich gut verstehen. Und ich finde es wunderbar, dass wir darüber reden können. Und zwar ohne, dass es dir unangenehm Natürlich ist. Natürlich ist mir das einigermaßen Aber unangenehm. Aber wieso denn? Alles, was ich will, ist, dass du glücklich bist. Du und unsere Kinder, das reicht mir. Haben wir jetzt nicht genug davon geredet, Sophia? Oh nein, noch lange nicht, aber ich habe einen Termin. Ich muss leider gehen. Vielleicht können wir heute Abend darüber reden. Ich werde mir den Abend frei halten. Schön, dann kann ich für uns kochen. Mach dir das nicht zu viel Mühe. Natürlich nicht. Sagen wir um 7:30. Ich guck noch mal in meinen Kalender. Ich sehe aber da kein Problem. Wenn ich nicht kann, rufe ich dich an. Das ist toll, wie schön. Na, also dann... Bis bald. Ja. Kelly. Hallo. Ich bin den Strand entlang gelaufen und sah die offene Tür. Ist schön da draußen, nicht? Ja. Weißt du, ich denke, mein schlechtes Gewissen hat mich zu dir geführt, Cruz. Was meinst du? Ich hatte vor, mich zu entschuldigen. Wofür? Für mein wirklich skandalöses Benehmen, als du neulich diese Scheidungspapiere unterschrieben hast. Du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen. Ich kann dich gut verstehen. Und ich hätte auch einen Grund, mich zu entschuldigen. Ich habe dich angeschrien.
Vielleicht hat uns das auch gut getan, Kelly. Wir haben alle unsere Gefühle, was Eden angeht, immer versteckt. Und ich, naja, ich glaube, das war falsch. Vielleicht hast du recht. Was ist mit Edens Sachen? Soll ich dir helfen, sie einzuräumen? Danke, aber ich will sie nicht einräumen. Ich will sie weggeben. Oh. Dann werde ich dich jetzt allein lassen. Wir sehen uns nachher. Hast du schon gegessen? Nein. Ich auch nicht und ich würde ungern alleine essen. Oh, danke vielmals. Das hat sich vielleicht etwas unhöflich angehört, denn... Vergiss es, ich bin nicht sauer. Deine Einladung ist angenommen, Cruz. Gut. Unter einer Bedingung. Ich mache das Essen für uns. Na gut, dann will ich nicht wieder unhöflich sein und Nein sagen. Also wenn du möchtest, dann mach du das Danke. Essen. Okay, mal sehen, was du da hast. Aha, gut. Okay. Kelly? Mhm. Danke. Schon gut. Oh, Marlene. Vielleicht habe ich falsche Hoffnungen in dir geweckt. Guten Tag, Mrs. Timmons. Hallo, Kirk. Was kann ich für Sie tun? Eine Einladung. Für Sie. Und sofort, wenn die Dame kommt, werden Sie den Champagner entkochen. Ja, Mr. Lockridge, selbstverständlich. Ganz wie Sie es wünschen. Okay, danke. Ha. Hallo, Lionel. Oh, hallo, David. Ich hatte Sie heute schon angerufen. Wenn es um eine Einladung für ein Dinner geht, ich bin ausgebucht. Nein. Nein, David, es geht um... um Warren. Um meinen Sohn. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt zueinander? Das wissen Sie doch ganz genau, oder etwa nicht? Sicher, muss schwer für Sie sein. Tut mir leid. Ist schon gut. Ich hatte angerufen, weil ich... besorgt war. Er wird nicht aufgeben, bevor er weiß, wer sein richtiger Vater ist. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich frage mich... was er erwartet und worauf er sich mit der Suche nach seinem Vater einlässt. Und was wollen Sie von mir? Hier, es tut mir leid, trinken wir doch kurz was. Okay, was ich dachte, war Folgendes. Vielleicht kann ich vor ihm herausfinden, wer sein richtiger Vater ist. Und ihm so vielleicht die Situation etwas erleichtern. Oder halten Sie es für falsch, wenn ich mich einmische? Nein, es wird nur nicht leicht sein, aber ich kann Sie sehr gut verstehen. Ja. Werden Sie mir helfen? Ich versuche es. Gut. Und da wäre noch etwas. Ich will nicht, dass Warren erfährt, was ich vorhabe. Weil das mit Sicherheit den letzten Rest des Vertrauens zwischen uns zerstören würde. Was immer zwischen uns beiden vereinbart wird, ist natürlich vertraulich. Danke. Nein, nichts für mich. Für Sie? Ja, ja, ich nehme einen Highball. Danke. Yes. Denken Sie, es existiert irgendwo noch so etwas wie ein offizielles Dokument über den leiblichen Vater von Warren? Nein, nein, ich fürchte nicht. Das heißt, die Einzige, die den wahren Vater kennt, ist Augusta. Nur von Augusta werden Sie nichts erfahren, David. Sie wird schweigen wie ein Grab. Ich hatte das Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie kann ziemlich stur sein. Da ist noch etwas, vielleicht der schwierigste Punkt. Ich weiß, dass Sie für Capwell Enterprises arbeiten und ich... will nicht, dass Sie in einen Interessenkonflikt geraten. Ich möchte eins klarstellen. Meine Arbeit für CC hat nichts zu tun mit meinem Privatleben. Ich meine, niemand kann Interessenkonflikte völlig ausschließen. Allerdings halte ich das in diesem Fall für äußerst unwahrscheinlich, Lionel. Danke. Gut, das zu hören. Ich tue, was ich kann. Und jetzt sollte ich vielleicht lieber verschwinden. Ich habe den Eindruck, dass Sie jemanden erwarten, richtig? Danke, David. Schön. Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch. Warten Sie, nicht zu schnell, bitte. Wo wollen Sie denn hin? Ich muss zurück an die Arbeit. Hören Sie, da ist kein Name auf der Karte hier. Vielleicht ist diese Einladung ja von Jack the Ripper. Ich versichere Ihnen, der Gentleman ist ganz seriös und harmlos. Ich will den Namen, Kirk. Ich habe Verschwiegenheit geschworen. Verstehe. Nun, das ist wirklich sehr nobel von Ihnen, dass Sie sich so überaus loyal verhalten. Danke. Nur schade, dass Ihr nobles Versprechen, wem immer Sie es auch gaben,
sie jetzt eventuell den Job kostet. Ich bin noch gut befreundet mit den Capwells. Und besonders gut mit Mason. Ich glaube, ich rede mal ein paar Worte mit ihm und dann landen sie vielleicht in der Abwaschküche oder sie putzen die Klos. Aber sie halten sich trotzdem an ihr Versprechen. Das finde ich sehr anständig von ihnen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wer es ist. Und was vermuten Sie? Nun, ich sah Mr. Lockridge im Gespräch mit dem Kellner, bevor ich zu Ihnen geschickt wurde. Ich wusste es. Bitte, wenn er hört, dass ich es verraten habe. Nein, keine Sorge, er erfährt nichts. Das war sehr nett. Oh, Lionel. Was mache ich nun mit dir? Du verbringst ein wenig Zeit mit mir und bevor du es weißt, verlierst du schon dein Herz. Ob ich jetzt kündigen muss? Da steckst du ja. Ich weiß Bescheid. Meine Sachen beanspruchen viel zu viel Platz in deinem Zimmer. Wie kommst du darauf? Ach, war nur eine Idee, aber andererseits hast du ja massenhaft Schränke und Schubladen. Naja, ich wollte eigentlich über etwas anderes reden. Oh, das Zeit bis heute Abend. Also, weißt du, ich Nun, wollte... Nun, das hört sich vielleicht etwas verrückt an. Das gebe ich gern zu, aber ich habe einen Friseurtermin, den würde ich gern einhalten. Oh... Also, ehrlich gesagt, weiß ich eigentlich gar nicht, warum ich das unbedingt will. Was hast du vor? Ich habe ein Dinner für uns bestellt, Sisi. Als eine Art Feier für das, was heute Morgen passiert ist. Naja, dass ich bei dir einziehen durfte. Ich weiß, Sisi, ich weiß, es klingt töricht, aber dass du mich gebeten hast, in dein Zimmer einzuziehen, bedeutet mir sehr viel. Also habe ich mir einen Friseurtermin besorgt. Dann habe ich ein paar Gerichte bestellt, von denen ich weiß, dass du sie magst. Und ich denke einfach, was immer du mir sagen wolltest, das kann wahrscheinlich warten. Nun, ja sicher, wenn es dir so lieber ist, dann kann es warten. Wie süß von dir. Wir sehen uns nachher. Es ist gut. Bist du überrascht? Nein, nein, nur... Nein. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Tja, Rosa war eine gute Lehrerin. Das glaube ich. Weiß mein Vater schon, dass du die Scheidung unterschrieben hast? Ich sag ihm nur, dass ich es in Erwägung ziehe. Wenn du willst, dann sage ich ihm nichts. Das ist kein Geheimnis. Ich hab's ihm ohnehin sagen wollen. Ich könnte hier warten. Falls Raphael mit Chip und Adriana kommt. Ja? Ja, das wäre nett von dir. Danke. Ich bin froh, dass du es ihm sagen wirst, weil... ich weiß nicht warum, aber es ist wichtig für mich. Wahrscheinlich verstehst du mich nicht. Doch, ich verstehe dich, wirklich. Denkst du, es bedeutet, dass ich immer noch ein bisschen Angst vor meinem Vater habe? Nein, Kelly, das bezweifle ich. Du bist nicht länger Dads kleines Mädchen, oder? Sag das niemals, Dad. Ich bin sicher, dass er das weiß. Ja? Du hast dich verändert. Tja. Es ist interessant zu beobachten. Jeder wird irgendwann mal erwachsen. Ja, hast du recht. Und mir gefällst du so.
Entschuldigung. Ich weiß, ich bin spät dran. Das macht doch nichts. Also, wie soll ich denn das verstehen? Ich hatte gedacht, Sie langweilen sich ohne mich. Das habe ich natürlich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es heute nicht klappt, Ihnen Modell zu sitzen. Macht es Ihnen was aus, wenn wir damit aufhören? Ganz und gar nicht. Danke. Wenn Sie nur reden wollen, gerne. Oder nicht, wie Sie wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß ja selbst, es ist verrückt, aber ich bin so bestürzt. Ach. Tja, was soll ich sagen? Ich kann Ihre Reaktion verstehen. Sie konnten unmöglich wissen, dass Eden Cruz diese Scheidungsunterlagen zuschicken würde. Natürlich, David. Das konnte niemand wissen. Aber wenn ich das Verhältnis zwischen mir und Cruz nicht so abrupt beendet hätte, dann wäre vielleicht... Und was spricht dagegen, Ihr Verhältnis wieder aufzunehmen? Ich denke, Cruz will das nicht. Sagt er das? Mehr oder weniger. Wissen Sie, Ihr Bruch mit Cruz ist bestimmt nicht die einzige Veränderung in Ihrem Leben. Die neue Frisur, meinen Sie das? Nein, ich rede von der Frau, die sich künstlerisch so ausdrückt, wie Sie sich jetzt ausdrücken. Das ist nicht die, die diese Meeresbilder gemalt hat. Da sind jetzt völlig andere Emotionen bei Ihnen zu spüren. Meinen Sie wirklich? Ja, ich finde, das ist ziemlich offensichtlich. Vielleicht reflektieren Ihre Bilder die Veränderungen in Ihrem Leben. Ich hoffe, Sie haben recht. Hallo. Es tut mir leid, dass ich Sie jetzt erst anrufe, aber ich bräuchte ganz dringend ein erlesenes Dinner für zwei Personen. C.C. Capwells Haus. So ist es für heute Abend. Ja, am besten schicken Sie ein paar von Mr. Capwells Lieblingsgerichten. Das ist sehr gut. Das wird bestimmt wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Hallo. Hallo, Santana. Ist C.C. hier? Er ist in der Bibliothek. Ich hatte vor, dich zu besuchen. Ich wollte dir sagen, wie leid es mir tut, dass Eden vielleicht nie wieder zurückkommt. Danke, dass du mir helfen willst. Wie wirst du damit fertig? Irgendwie geht es. Falls ich irgendetwas für dich tun kann, die Kinder hüten, was so anfällt. Ich bin für dich da. Ich weiß. Komm her, Baby. Komm her. Hey, Kopf hoch. Ich hol sie. Ja. Cruz. Oh. Hallo. Ich hatte dich gehört. Ja. Ich lasse euch beide jetzt allein. Ich wollte dir nur sagen, dass ich die Scheidung jetzt unterschrieben habe. Und dass David sie hier eingereicht hat, das wollte ich dir nur sagen. Ich bin mir klar darüber, wie schmerzhaft das alles für dich ist. Und ich hoffe, du verstehst es. Weißt du, der Punkt war, dass diese Ungewissheit für die Kinder und mich täglich quälender wurde und ich hielt es für nötig, jetzt Klarheit zu schaffen. Na gut. Und was jetzt Edens Sachen angeht, ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Ich wollte die ganze Kleidung einfach weggeben und... Wie du willst. Mir tut das alles furchtbar leid, und das weißt du. Was den Kindern jetzt am meisten fehlen dürfte, ist deine Familie. Ich hoffe, die Kinder werden ihre beiden Großväter oft sehen. Wir alle sollten ihnen die neue Situation möglichst erleichtern. Die Kinder leiden am meisten darunter.
Das wär's. Cruz? Ja? Schon gut, mein Junge. Schon gut. Guten Abend, Mrs. Timmons. Hallo, Kirk. Sie sehen wirklich hinreißend aus. Ihr Tisch ist bereit. Danke. Ist er da? Ja, er wartet. Hier entlang, bitte. Lionel? Guten Abend, Gina. Bruce? Ja. Komm rein! Hallo. Hallo. Ich fürchte, ich kann nicht bleiben. Wie bitte? Was soll das heißen? Ich wollte dich anrufen, aber... Oh, und ich war nicht erreichbar. Weißt du, wieso? Ich hatte nämlich vergessen, das Telefon im Schlafzimmer wieder einzustöpseln. Es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht bleiben. Wenn es heute nicht klappt, verschieben wir unsere kleine Verabredung eben ein paar Tage. Du hast das alles so wunderschön arrangiert. Oh, danke. Es ist die Mühe ganz umsonst. Ja, aber gewesen. Eigentlich ist das alles mein Fehler gewesen. Wenn mir das mit dem Telefon nicht passiert wäre, dann hättest du mich rechtzeitig anrufen können und ich hätte Bescheid gewusst. Du versprichst mir, dass wir es nachholen werden? Ja, aber sicher, Sisi. Ich muss jetzt gehen. Ja, gut. Wir sehen uns bald. Ja, sicher. Wunderbare junge Frau. Ich habe mir versprochen, dass so etwas nicht passiert. Keiner kann seine Gefühle 24 Stunden lang unter Kontrolle halten, ohne dabei verrückt zu werden. Wann war denn das? Kurz nachdem ich damals von der Highschool kam. Eden versprach mir einen tollen Ausflug und wir fuhren die Küste hoch und verbrachten die Nacht in einem kleinen Hotel und haben bis zum Morgengrauen gelacht und geredet, wie das Schwestern so machen. Hast du Klebeband? Ja.
Das war's. Alles in Ordnung? Es ist, als packen wir Edens ganzes Leben ein. Wahrscheinlich nicht ihr ganzes Leben, nur den Teil davon, den sie hier verbracht hat. Wenigstens ist mir eins klar, selbst wenn sie zurückkäme, könnte es nie so wie früher sein. Und es ist pures Wunschdenken, sich vorzustellen, dass sie zurückkommen wird. Daddy! Chipper! Warum ist meinem Schrank denn ausgeräumt? Wollen wir vielleicht umziehen? Was hat dich denn hierher verschlagen? Machst du dir Sorgen um mich, Ted? Sollte ich das vielleicht? Im Moment gerade nicht, aber wenn du etwas wartest, du kennst ja mein Talent. Oh, tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Ich bin nur hier, um Katharina abzuholen. Sobald sie mit ihrem Interview fertig ist, ziehen wir beide los. Oh, ein Date? Ja, das könnte man so sagen. Naja, wir gehen zusammen essen, du weißt schon. Hör zu, bevor du wieder gehst, möchte ich... Ich wollte dir nur dafür danken, dass du mich in Las Vegas gerettet hast. Oh, ach wirklich? Ja. Naja, ich habe mich irgendwie fast den Eindruck gewonnen, dass du gar nicht gerettet werden wolltest. Ich war nicht auf Ärger aus, darüber haben wir doch schon geredet, Ted, oder? Ja, das haben wir. Also gut. Ich bemühe mich sehr, Las Vegas und alles, was damit zusammenhängt, hinter mir zu lassen. Meinst du etwa, ich wäre stolz auf diese Vergangenheit? Ted, für mich wäre es das aus, wenn in Santa Barbara bekannt würde, mit was für Leuten ich zu tun hatte. Ich versuche, hier völlig neu anzufangen. Hm. Okay, ich werde keinem was verraten. Ach, übrigens ist da heute ein kleines Päckchen in der Post gewesen. So eine Art Spezialzustellung. Du hast deine Brieftasche wieder. Das ist ja unglaublich. Ja, ne? Das ist einfach toll. Wie groß meinst du wohl ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert? Mason! Was ist? Was ist los? Was ist? Ach, du siehst in diesem Moment die glücklichste Frau auf Erden. Oh, da freue ich mich für dich. Danke. Dankeschön. Tja, dann. Zum Wohl. Dann erzähl mal, was hat dieses bildschöne Lächeln zu bedeuten? Oh, ich möchte singen und tanzen vor Freude, denn die Dinge entwickeln sich einfach wunderbar für uns alle. Du bist wieder mit Julia vereint und ich wieder mit Warren. Ich dachte, er wäre weggefahren. Er ist wieder da und ganz allein meinetwegen. Ja, denn er will mich heiraten, Mason. Oh, Cassie, da gratuliere ich euch. Ich weiß, das war dein größter Wunsch. Ja, fast könnten wir vier eine Doppelhochzeit feiern. Das wäre vielleicht ein klein bisschen übertrieben, aber ich freue mich sehr für dich. Da ist nur noch eine Kleinigkeit. Über Kleinigkeiten sollten wir uns keine Sorgen machen, oder? Nun, vielleicht in diesem Falle, aber doch. Oder zumindest. Also, Warrens Antrag war an eine Bedingung geknüpft. Ich bedauere das zu hören. Anträge unter Vorbehalt führen meist nicht zu besonders glücklichen Ehen. Alte Regel. Und was ist es? Das. Ich musste dich vergiften lassen. Tut mir leid, aber sonst hätte mir Warren nicht verziehen. Mein Gott, wie konntest du? Du bist doch keine Mörderin. Du bist doch... Leb wohl, Mason. Mason! Ist dir nicht gut? Oh, du bist einfach unbeschreiblich. Immer kommst du genau im richtigen Moment. Thank you.
Machen Sie es ruhig voll. Danke sehr. Also? Der ist gut. Also, Sie sehen reizend aus. Danke sehr. Das sagten Sie bereits mehrfach. Man muss Schönes entsprechend würdigen. Sehr nett von Ihnen, danke. Wie geht's dem Baby? Prächtig. Die Frage hatten wir aber auch schon. Entschuldigen Sie mich für einen Moment? Natürlich. Danke. Lassen Sie sich Zeit. So geht das nicht. Was soll ich denn nun machen? Ich habe jede Frage auf Ihrem Zettel schon zweimal durch und wir sind erst 10 Minuten. Es läuft doch bestens. Wunderbar. Wunderbar? Na, Sie machen mir Spaß. Das soll wohl ein Witz sein. Oh Gott, Sie hasst mich. Ach. Aber nein, Sie müssen sich bloß etwas mehr bemühen. Sie hasst sie nicht. Sie will nur umworben werden. Ja, ich wusste gleich, das geht daneben. Und so ist es. Ach, was passen Sie mal auf? Ich bin unbegabt in solchen Dingen. Ich meine, Frauen machen mich immer so unsicher und verlegen. Aber. Ich habe eben Probleme mit Frauen. Und erst recht mit einer wie ihr. Ich meine, Gina ist so, sie ist so hübsch und so weltaffin. Ach, kommen Sie, Moose, Sie sollten etwas mehr Selbstvertrauen zeigen. Sie vergessen etwas sehr Wichtiges. Was denn? Sie brachten Ihr Baby auf die Welt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie doch jeder weiß, gibt es eine besondere Art von Bindung zwischen einer Frau und ihrem Arzt. Sie hat möglicherweise mehr Ehrfurcht vor Ihnen, als Sie vor ihr. Ja, ganz toll, aber das hilft mir nicht weiter. Ich brauche Hilfe, jetzt, klar. Okay? Okay, naja, dann erzählen Sie Ihr Witze. Ich kenne keine Witze. Nicht einen einzigen? Okay, was zeigt am besten den Unterschied zwischen beteiligt sein und betroffen sein? Keine Ahnung. Ein Schinken-Eier-Sandwich. Wieso das? Das Huhn ist beteiligt und das Schwein betroffen. Okay. Erzählen Sie ihr den. Da bin ich wieder. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Schinken-Eier-Sandwich und einem Schwein? Betroffenheit. Thunfisch. Also, das war wohl nichts. Tut mir leid. Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Reden Sie ruhig weiter. Ich amüsiere mich wirklich allerbestens. Oh, es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen, aber... Hören Sie, also die Wahrheit ist, ich bin sowas von nervös, ich würde mich am liebsten irgendwo verkriechen. Ich war einfach noch nie mit einer Patientin zusammen aus. Moose. Ja? Ihre Patienten sind gewöhnlich Tiere. Ja, aber eins muss ich sagen, sie riechen besser als Hunde und Pferde. Ach ja. Entschuldigen Sie mich, ich muss Sie nur mal kurz allein lassen. Oh, aber sicher. Oh. Danke. Was ist denn passiert? Ich bin ein Wrack und das ist deine Schuld. Meine Schuld? Mhm. Rette mich, leg den Termin für die Hochzeit fest. Bitte, schnell. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich will etwas wirklich Spektakuläres, Extravagantes. Und ich werde gar nicht gefragt zu diesem Thema? Natürlich, aber ich dachte sicherheitshalber... Solltest du besser die Kontrolle über alles haben, nicht wahr? Es ist keine Frage der Kontrolle, Julia. Es ist nur Liebe. Das war ein gutes Argument, sich mit der Hochzeit zu beeilen. Ja, und ich habe noch mehr solcher Argumente. Das glaube ich dir. Also nochmal, Julia, leg einen Termin fest und bitte entscheide dich schnell, ja? Ja, das werde ich. Gut. Bloß jetzt muss ich erst mal telefonieren. Okay. Du hast da überall Lippenstift. Ich finde, das steht... Wohl etwa 1.000.000 zu 1. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hauptsache, du hast sie wieder. Ja, und auch mein Geld. Und meine Kreditkarten. Oh, nicht zu fassen, heute ist offenbar dein Glückstag. Sieht ganz so aus. Ja. Vielleicht wacht so eine Art Schutzengel über mich, wer weiß. Ihr zwei seid gut wieder angekommen, wie ich sehe.
Ja, ja, und was es so für Zufälle gibt, hm? Ja, es war ein großer Zufall, dass wir vier an einem solchen Ort aufeinander getroffen sind. Komisch, dass du das erwähnst, was du, Julia... Verzeihung. Sie werden am Telefon verlangt. Danke. Ihr entschuldigt mich? Klar. Naja. Ja, ich fand's schon irgendwie... eigenartig, sehr eigenartig, euch zwei dort zu sehen. Also, im ersten Moment dachte ich, ihr seid durchgebrannt. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ihr seid durchgebrannt. Ich bin noch nicht ganz verrückt. Aber ich und Mason, weißt du, werden wieder heiraten. Ein bisschen verrückt bin ich also schon, oder? Absolut irre. Absolut und völlig irre. Das ist ja großartig. Komm her. Dann bist du jetzt wieder meine Schwägerin, hm? Na prima, wann ist der große Tag? Oh, bitte nicht, du auch noch. Wieso? Mason bedrängt dich wohl deswegen. Ja, so könnte man sein Verhalten. Oh ja, ich weiß, daran ist er wirklich unübertroffen. Aber ganz ehrlich, das kann man ihm nicht verdenken, oder? Ich begreife das gut, du bist das Allerwichtigste in seinem ganzen Leben. Katharina, soll ich dir eine Neuigkeit verraten? Oder hast du irgendwas dagegen? Nein, nur zu. Es wird sowieso bald in ganz Santa Barbara die Runde machen. Hey, was ist denn los? Mason und Julia werden heiraten. Wieder? Das muss man nämlich das auf keinen Fall vergessen werden. Ist ja wunderbar. Ja, es ist wirklich wunderbar. Ja, allerdings, das finde ich auch. Aber verrate es Mason nicht. Nein, umziehen wollen wir nicht, mein Kleiner. Weißt du, Tante Kelly und ich, wir... packen nur ein paar von Mamis Sachen ein. Tut ihr das alles wegen der Scheidung? Ganz genau. Sie will die Sachen nicht mehr. Und deswegen geben wir sie jemandem, der sie gebrauchen kann. Will Mami ihre Kleider wirklich nicht mehr? Nein. Weißt du, wenn sie sie wollte, hätte sie sie... Naja, ich hab dir doch erzählt, dass Mami nicht mehr bei uns wohnen wird. Sieh mal, hier. Das hat deine Mami bekommen, als sie noch ein ganz kleines Mädchen war. Möchtest du das haben, ha? Nein? Warum nicht? Das ist ein Spielzeug für Mädchen. Das kann doch Adriana bekommen. Oh. Ja, das ist ein Argument. Gute Idee. Dann bekommt sie es. Und ist auch etwas, was du gerne haben würdest? Das Bild hätte ich gerne. Das Bild neben deinem Bett? Ja. Kannst du haben, klar. Und wird jetzt alles wieder gut werden, Daddy? Natürlich wird alles gut, noch besser als gut. Das verspreche ich dir. Weißt du was? Bring das doch zu Adriana und sag ihr, dass es deine Idee war, dass sie es bekommen soll. Sie freut sich bestimmt, dass du an sie gedacht hast. Es macht sogar Musik. Okay. Okay. Gut, bring's ihr hin. Also ich... Ja? Was gibt's für Probleme? Tut mir leid für Sie, mein Freund. Nein, nein, das ist halb so wild und ich krieg das schon hin. Nein, ist nicht der Rede wert. Ja, danke. Wiederhören. Musst du arbeiten? Nein, das war ein Bekannter, der mir eigentlich helfen wollte. Er hatte sich bereit erklärt, beim Dekorieren des Raumes für die Valentinsparty für die Kinder, die ich betreue, mitzumachen. Aber ihn hat die Grippe erwischt. Hm. Also muss ich da wohl alleine durch. Nicht notwendigerweise. War das ein Angebot? Warum nicht? Du, ich werde dich darauf festnageln. Nur eins, was ist mit Adriana und Chip? Die können doch mithelfen. Sind sie nicht etwas klein, um Galanten aufzuhängen? Um ehrlich zu sein, mein Vater kommt her und passt auf sie auf. Ich wollte gehen, sobald er herkommt. Gut, alles klar. Ich muss bloß nochmal anrufen. Warte einen Moment. Nicht, dass du vielleicht ein Date absagst, nur Date? Um mir... Date? Das Wort ist mir irgendwie bekannt, aber was war das noch? Ich muss im Büro anrufen, okay? Vielen Dank, ist wirklich nett von dir, Kelly. Ich kann verdammt nett sein, wenn ich mich anstrenge. Ja, habe ich gemerkt. Gina, ich fürchte, Ihre Verabredung wird langsam ungeduldig. Er ist nicht meine Verabredung. Wie denn? Gibt's dafür ein neues Wort? Champagner? Kerzen? Geistvolle Konversation? Moose ist auf jeden Fall ein Mann voller Esprit und Witz. Und er ist der perfekte Gentleman. Moose? Okay, dieser Abend ist die wahre Hölle für mich. Oh, Kopf hoch und lächeln, Gina. Das passiert hin und wieder.
Aber wenn es so ist, schieben Sie ihn doch einfach ab. Das kann ich nicht. Er war mein Geburtshelfer. Wie bitte, dieser Herr namens Moose war Ihr Geburtshelfer? Naja, es war in seiner Praxis. Er ist Tierarzt. Ich meine, er ist wirklich nett, es ist nur... Er ist nicht mein Typ und ich möchte ihn nicht verletzen, aber... Daraus wird nie was, doch zumindest muss ich diesen langweiligen Abend ertragen. Das scheint im Moment nicht nur Ihnen zu gehen. Was? Geht es Ihnen etwa auch so? Oh. Sagen wir, meine ganze Zukunft hängt an einer Entscheidung, die jemand anders im Augenblick fällt. Tja. Naja, das macht mich irgendwie hilflos und beschert auch mir eine Reihe sehr langer Abende. Dann dürfte es sich bei dieser anderen Person wohl um einen Mann handeln. Ja, diese Vermutung ist absolut richtig. Es geht darum, zwischen einer anderen Frau und mir zu wählen. Aber sie gehört, wie es so schön heißt, eigentlich der Vergangenheit an. Nun, Sie klingen zuversichtlich. Allerdings, das bin ich. Ich möchte Ihnen wirklich nur ungern die Laune verderben, Cassie, aber niemand wird wohl Julia je das Wasser reichen können, nicht in Masons Augen. Und die zwei sind viel zusammen in letzter Zeit. Mason interessiert mich nicht. Was soll das heißen? Gibt es da einen anderen? So ist es, aber ich habe schon mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Vielleicht, weil ich eine so gute Zuhörerin bin. Ich wette, Sie bedauern, dass Sie früher oft so eklig zu mir waren, hm? Genau das habe ich gerade sagen wollen. Da ich nicht nachtragend bin, gebe ich Ihnen einen kleinen Rat. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich für eine Rückversicherung sorgen. Versicherung? Ja. Welcher Art? Naja, irgendwas. Hauptsache, es funktioniert. Irgendwas Konkretes, das Sie gegen die andere verwenden können, falls der bewusste Herr sich falsch entscheiden sollte. Etwas Kompromittierendes. Das wird nicht passieren, Gina. Was uns verbindet, bedeutet ihm genauso viel wie mir. Tja, wissen Sie, man hat besser immer noch einen Trumpf im Ärmel. Das ist meine Erfahrung. Vielen Dank jedenfalls. Und für Ihre Verabredung viel Glück. Ihnen auch viel Glück für... was auch immer. Ich hoffe, dass du deine Spontanität nicht bereuen wirst. Wo denkst du hin? Ich freue mich darauf. Ich habe sowas nicht mehr gemacht, seit ich damals die Vorbereitung für unseren Highschool-Ball geleitet habe. Du? Im Ernst? Ja. Wow, wenn die Sache so ist, hast du hiermit das Kommando. Ich sollte dich aber warnen, ich bin absolut unbarmherzig. Wenn es um das Aufhängen der Girlanden geht. An die Arbeit. Okay, Sergeant. Vorwärts, da geht's los. Zu Befehl. Da in dieser Ecke. Was immer du sagst. Na los, gib dir Mühe. Das ist so wunderbar. Und wann? Der Termin steht noch nicht fest. Mason kann's bestimmt kaum erwarten. Ja, das kann man sagen, so wie er sich verhält. Katharina und ich wollen rüber ins Windsurfer und dort zu Abendessen. Oh, dann lasst euch nicht aufhalten. Willst du vielleicht mitkommen? Ich kann nicht, tut mir leid. Macht euch einen schönen Abend. Okay. Ich freue mich so für euch. Na, danke. Bis bald. Wiedersehen. Komm. Hallo, Lilly. Katharina? Wir zwei wollen gerade los. Können wir dann? Tja, amüsiert euch. Danke. Werden wir. Bestimmt. Da seid euch nicht so sicher. Lilly? Was denn? Ein Anruf für Ted Capwell. Wissen Sie, wo er ist? Ich erledige das schon. Hallo? Ja, Mr. Capwell ist gerade weggegangen. Ja, zufällig weiß ich das sogar. Er wollte rüber ins Windsurfer. Ja, das ist unten am Meer. Aha. Ja, ich nehme an, in etwa 30 Minuten. War mir ein Vergnügen. Was ist? Wir sind heute aber sehr nervös. Besonders für jemand, der doch eigentlich im siebten Himmel schweben müsste. Weißt du, wann Warren zurückkommen wird? Nein, ich dachte, Julia weiß es vielleicht. Sie weiß es nicht. Und wohin er wollte? Nein, er hat seine Reiseroute niemandem verraten, Mason, nicht einmal Angela. Was mag er jetzt tun?
Nachdenken nehme ich an, das halte ich zumindest für sehr wahrscheinlich. Abzuwarten, wie jemand anders sich entscheidet, ist kein wahres Vergnügen, nicht? Vielleicht gewinnt Cassandra, vielleicht gewinnt Angela. Du musst wie auf Kohlen sitzen. Oh, nicht unbedingt. Oh Gott, steh Warren bei. Du hast einen Plan. Mhm. Da begebe ich mich aus der Gefahr. Oh nein, du wartest. Ich brauche dich. Wozu? Ich weiß, dass Warren mich liebt, aber Angela hatte einige Möglichkeiten, sich gewisse Vorteile zu verschaffen. Was ich brauche, ist ein Ass im Ärmel. Und du bist der glückliche Mann, der mir dazu verhelfen darf.